Im Herzen Europas, am Puls der Zeit, die Zukunft im Visier. Die Stadt unter Schleißheim. Standort internationaler Hightech-Betriebe, Unternehmenszentralen und Handelsplätze. Hier herrscht innovativer Unternehmergeist bei den Wirtschaftsbetrieben und gleichermaßen bei ihren Partnern, dem Stadtrat, seinem ersten Bürgermeister und der Wirtschaftsförderung. Für die Entwicklung unseres Wirtschaftsraums, auch der Wirtschaftskraft unter Schleißheim, ist es notwendig, nach vorne zu schauen, auch in der Wirtschaftspolitik und in der Ausrichtung. Das heißt, wir müssen neue Technologien ansiedeln, den Gewerbe die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür bieten, damit die harten Standortfaktoren, die unter Schleißheim aufweist, auch nutzen und nutzbringend umgesetzt werden können. Unter Schleißheim ist eine von 8 Kommunen, die sich in der Metropolregion München-Nord zur Nordallianz zusammengeschlossen haben. Der Korridor zwischen der bayerischen Landeshauptstadt und dem internationalen Flughafen München, Sitz vieler internationaler Hightech-Unternehmen, hat sich zu einer Region größten wirtschaftlichen Entwicklungspotenzials in Deutschland entwickelt. Die Hightech-Firmen am Standort unter Schleißheim und in der Region um unter Schleißheim herum sind in vielen Bereichen unsere Partner, mit denen wir eng zusammenarbeiten und die, mit denen wir auch ja, unser Geschäft auch weiterentwickeln und die uns auch unterstützen. Linde bewertet ein Umfeld mit vielen sich ansiedelnden Hochtechnologiefirmen als sehr positiv. Auch Linde tendiert in seiner Entwicklung zu immer mehr High-End-Produkten. Zahlreiche herausragende Wissenschaftszentren und Forschungseinrichtungen an der Technischen Universität München und der Ludwig-Maximilians-Universität. Verschiedene Max-Planck-Gesellschaften und das GSF, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, liegen in unmittelbarer Nähe. Wir sind mit den Universitäten hier in ganz engem Kontakt. Es gibt zu diversen Lehrstühlen und Forschungseinrichtungen, insbesondere aus den Fachbereichen, hervorragende Beziehungen, ganz enge Zusammenarbeiten. Von daher haben wir wirklich einen hervorragenden Vorteil, sehr frühzeitig sehr qualifiziertes Personal für uns zu rekrutieren. Die Lage unter Schleißheims zeichnet sich durch eine hervorragende überregionale und kommunale Infrastruktur aus. Durch direkte Anbindung über die A92 an die Autobahnen A8, A9 und A99 ist die Stadt mit allen wichtigen Verkehrsachsen Europas verbunden. Die Mobilitätsvorteile für BMW hier am Standort unter Schleißheim stehen im Wesentlichen aus der engen Anbindung an das Autobahnnetz. Ich darf darauf hinweisen, dass unsere Mitarbeiter aus der Deutschen Handelsorganisation zu 90% mit dem Auto anreisen. Das zweite ist die Nähe zum Flughafen für unsere internationalen Gäste. Und das dritte ist die sehr gute Anbindung ans öffentliche Netz, S-Bahn. Ins Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt, wie auch zum Flughafen München, gelangt man über die Autobahn oder mit der S-Bahn in rund 20 Minuten. In der gleichen Zeit erreicht man mit dem Auto die internationale Messe München. Es ist Aufgabe der Stadt, die Standortvorteile ständig weiter zu verbessern und die Wirtschaft zu fördern. Die Ziele unserer Wirtschaftsförderung sind zum einen Neuansiedlungen von Gewerbe und Firmen zu animieren und zum anderen den Erhalt, den Verbleib der Firmen am Standort zu sichern. Die Stadt unter Schleißheim war hier bei der Suche nach Grundstücken sehr behilflich und insbesondere dann auch in der weiteren Umsetzung der Baumaßnahme sehr schnell, sehr flexibel, was in einer Aussage gipfelte, die da hieß, wir haben noch jeden Architekten ins Schwitzen gebracht, wir genehmigen schneller, als die Pläne fertig haben. Teil der Wirtschaftsförderung ist der Wirtschaftsförderverein Innovative Community unter Schleißheim ICU e.V. Michael Silbermann, der zweite Vorsitzende, erläutert die Vorteile für die Mitglieder. Der ICU bietet die Möglichkeit des Zusammenschlusses sehr vieler Firmen unterschiedlichster Branchen, die alle einen sehr innovativen Charakter haben. Und ich glaube, dass viele Firmen aus der Region diesen Vorteil sehen und hier eine Verbesserung ihrer Wirtschaftsmöglichkeiten sehen. Seinen Mitgliedern ermöglicht der ICU e.V. den vielfältigen Austausch mit nationalen und internationalen Unternehmen und Institutionen sowie auch untereinander. Der Dialog der Firmen untereinander ist von großer Bedeutung. Es ist nicht nur so, dass man voneinander profitiert, was besonders wichtig ist, dass man Synergien feststellt, aber es ist auch wichtig, dass man als Firma nicht isoliert dasteht. Die Firmen in Unterschleißheim
Mittelstandsfirmen, auch die großen Firmen, können nicht mehr existieren allein in einem lokalen Umfeld oder im regionalen Umfeld, sondern müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie ihren Wirtschaftsbereich auch ausweiten können, international. Der ICU e.V. pflegt intensive Beziehungen zu Moskau-Selenograd und zu Hangzhou in der Volksrepublik China, wo die Stadt Unterschleißheim ein eigenes Wirtschaftsförderungsbüro betreut und finanziert. Eine starke Wirtschaft muss sich nach außen öffnen und präsentieren. Die Stadt Unterschleißheim hat deshalb mit dem Ballhausforum einen weiteren großen Schritt in die Zukunft getan. Nach einer Bauzeit von 2 Jahren ist ein äußerst vielseitig nutzbares Sport- und Veranstaltungszentrum entstanden. Von großen Messen bis zu Kultur- und Sportveranstaltungen. Für alles sind mit modernster Technik ausgestattete Räume unterschiedlicher und zum Teil variabler Größe vorgesehen. Das Ballhausforum deckt für unsere Firmen die Möglichkeit ab, Events, Kongresse, Veranstaltungen und eine Vielzahl von Business-Bereichen hier zu realisieren. Traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert bietet die Stadt beste Lebensbedingungen für alle. Die Infrastruktur ist familien- und kinderfreundlich. Zahlreiche Kindergärten, weiterführende Schulen und die Einkaufszentren können über Grüngürtel und Radwege erreicht werden. Zum Schutz der Umwelt und Reinerhaltung der Luft werden Teile der Stadt durch die 100%ige Tochter der Stadt GTU AG mit umweltfreundlicher, abgasfreier Geothermie versorgt. Für Freizeit und Erholung finden die Menschen zwischen Unterschleißheim und München Kultur für jeden Geschmack. Alle aktiven und passiven Sportler kommen rund ums Jahr ebenfalls auf ihre Kosten. Das Leben in Unterschleißheim lässt keine Wünsche offen. Die Stadt Unterschleißheim bietet mit einer hervorragenden Infrastruktur, mit ausgezeichneten Standortfaktoren, den idealen Ansiedlungsschwerpunkt für innovative, in die Zukunft ausgerichtete Unternehmen.